In Neubrandenburg hat das Jugendmedienfest begonnen. 3 Tage lang treffen sich junge Filmemacher aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Zum Auftakt des Jugendmedienfestes gibt es eine Diskussionsrunde über den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Wie viel Zeit vor Fernseher, Smartphone oder Computer ist noch gesund, so das Thema des Abends. Kern des Festivals sind die Filmwettbewerbe. Insgesamt 56 Beiträge wetteifern um 2 Preise. In den Filmen geht es unter anderem um Umweltschutz, die erste Liebe oder Mobbing in der Schule. Am Freitag geht das Jugendmedienfest mit der Preisverleihung zu Ende.